Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Code Vein, dem Selfmade Dark Souls von Bandai Namco. Was mache ich jetzt eigentlich nochmal hier? Ich glaube, hier wollte ich eigentlich nichts, außer ein bisschen was einkaufen, vielleicht noch so ein paar zusätzliche Heiltränke. I consider this an investment. Okay, das klingt irgendwie brutal. Bin ich gestorben? Ui. Merkur lässt mit ausgewogenen Werten und Ausdauer und Dunsttalenten sicheres Erkunden zu. Aha. Ich will was kaufen von dir. Ja, ja, das ist mir schon klar und noch hoffentlich. Gegengift, Antiparalyse, Anti-Langsam, Okay, also wenn ich das so richtig sehe, dann Lebenspunkte kann ich mir von dir, also nichts kaufen, was meine Lebenspunkte wieder auffüllen würde. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber auch nicht zu blöd, deswegen lasst uns mal einfach wieder zurück, denn wir müssen ja was machen. Und zwar haben wir das Parkhaus in der letzten Runde freigeschaltet, stehen auch dort schon wieder vor den nächsten größeren Gegnern und wollen die alle ein bisschen fertig machen. Das werden wir auch hinkriegen. Aber wir müssen vorher noch ein bisschen das Gebiet erkunden, vielleicht noch eine kleine Abkürzung finden. Das wäre ganz nett. Das ist ja auch ein bisschen mit das, was mich bei Dark Souls und Bloodborne und so immer am meisten fasziniert, wie verschachtelt die Map sein kann. Ich hoffe, dass das hier genauso ist. Also ich hoffe, dass wir hier auch gleich eine Abkürzung finden, mit der wir viele Gegner umlaufen können, um sie nicht immer wieder besiegen zu müssen. Und ich merke, das Spiel ist echt lahm auf der Xbox One. Vielleicht steige ich irgendwann mal auf die Xbox One X um, also für das Let's Play. Besitzen tue ich die Konsole, ja, aber sie steht gerade in einem anderen Raum. Ich weiß, das ist immer der beste Grund, Dinge nicht zu machen. Aber es ist so. In der Tat ist es so. So, ja, ich habe jetzt mal ein Riesenschwert hier, mit dem man mal so richtig schön zuhauen kann. Irgendwann habe ich ja mal in meiner ganzen Zeit in vor allem Bloodborne gemerkt, dass mir vor allem Waffen gefallen, die so richtig schön Damage machen, die schön zuhauen kann. So, die schön. Boah, aber das hat wie ein Ausdauerverbrauch hier. Und dabei kann mich der Hund angreifen und paralysieren. Scheiße. Wow. Are we done? That's quite valuable. Ah ja, eine Paralysepatrone. Lass mich mal ganz kurz mal diesen Mercure mal ausprobieren. Ach guck mal, ich kann hiermit auch ein paar andere Skills verwenden. Das ist ja nicht schlecht. Naja, es heißt ja, dass diese Skillung vor allem dafür ganz gut sein soll. Zum Erkunden. Sehr geeignet sein soll. Aber gut, zu oft getroffen zu werden, ist halt trotzdem schlecht. Naja, also denk immer dran, es ist immer schlecht, zu oft getroffen zu werden. Hyugas Learning in Sachen Rollenspielen. So, ja, ich will ein bisschen erkunden hier. Da vorne die Gruppe. Ich glaube, die machen wir das mal alle fertig hier.
So, so viel zu. Machen wir alle mit einmal fertig. Oh, scheiße. Boah, danke, danke für den Heal. Okay, waren jetzt hier auch ein bisschen greedy unterwegs. Kein Platz mehr im Inventar. Ich glaube, hier hinten waren wir in der letzten Runde noch nicht gewesen. Vielleicht finden wir ja hier. Ah, ich war mir sicher, dass du auf. Oh, du stehst auf. Oh oh. Okay. Oh, fuck. Das wollte ich gar nicht aktivieren. Aber das wollte ich aktivieren. Hold us out of the fire. I knew you could do it. You've used a lot of healing. Can you still go on? Ja, schön, dass du mich noch darauf hinweist. Oh, du hast ja eine Menge Heilung verbraucht. Mensch, stimmt. Habe ich wirklich gemacht. Tut mir auch leid. So, Dinger hier kann man, glaube ich, kaputt hauen. Ach, du Scheiße. Wollen wir jetzt mit dem Großen da anlegen? Ich hätte schon Bock. Und zurück. Kurz meinen Skill aufladen lassen. Ja, bleib schön auf mir drauf. Ich tanke dich. Naja. Und. Und zack. Das nenne ich mal strategisch rasiert. Ne, das war doch jetzt hier mal die absolute strategische Wegrasierung. Oh oh. Und. Bah. Haut er ab hier oder was? So. Ja, eine Menge Erwecker kriege ich. Genau, jetzt haben wir nämlich hier den Weg mal geklärt. Haben wir beim letzten Mal nicht. Oh oh. Boah. Doggy Dog Dog. So. Ich meine, ich kann natürlich auch hier einfach leveln, um einfach dann wesentlich stärker zu werden. Jetzt haben wir nämlich hier... Was? Oh Gott. Ich glaube, das hat man beim... Das hat man beim... Oh Gott! Oh, fuck it. No, I'm not okay. Oh. Ui, eine helle Barde. Oh Gott.
Okay, mein Kumpel wurde jetzt bezwungen. Ich gehe mal kurz auf der Map dahin, wo er angezeigt wird. Und wir checken mal die helle Barde aus. Die schwere Axt plus 1. Boah, nicht schlecht. Hier ist es nämlich meine, oder? Warte mal. Hier, das ist sie, hier. Die abendrot-helle Barde. Boah, nicht so gut wie meine. Boah, okay, aber eine schöne Waffe, um Gegner auf Distanz zu halten. Was hab ich denn da vorne auf der Map? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich nehme aber trotzdem wieder meine schwere Waffe. Einfach, weil ich die andere helle Barde erst vorher ein bisschen pimpen will. So. Kann ich mich da irgendwie hinarbeiten? Ich meine, jetzt habe ich hier ordentlich auch gecleared. Da ist noch ein Item. Verluststsplitter, davon habe ich echt viele. Müsste ich auch mal was machen mit. Ah, guck mal, hier hinten kann ich nämlich lang. Okay. Ah, einmal Königinneneisen. Hier kann ich bestimmt runterspringen. Bekomme ein Tonikum. Und hepp. Oh Gott. Oh nein. Scheiße. Okay, wir wissen jetzt, wo wir als nächstes mal hin können. An diese Stelle nämlich. Ist ja auch mein Kumpel wieder da. So, wir checken das jetzt mal aus hier. Wie gesagt, ich mag halt diese ganzen Erkundungspassagen. Das ist auch so eine der coolsten Sachen mit bei Souls Games oder anderen Games dieser Art. So. Aber sie alle kaputt. Kaputt hauen. Und bezüglich der Waffe fällt mir ja auf, dass ich ja auch immer bei Monster Hunter auch immer gerne so einen fetten Zweihänder benutze. Also irgendwie haben es mir diese stärkeren Waffen immer schon angetan in Spielen. Ich mag einfach wirklich so Dinge kaputt zu knüppeln. Boah, dann macht er so eine fette Kick-Attacke und zieht mir damit einfach mal halbes Leben ab. Ob mal wieder das Abendrotschwert, das haben wir echt noch gar nicht gehabt. Wir sollten wahrscheinlich starten, mit dem Tail zu attackieren. Okay, komm, die Bande holen wir uns. 1, 2, 3, du bist tot, bye bye. Und jetzt hauen wir mal richtig rein. Okay, wie der einfach weiterläuft. Nichts mehr zu. Oh la la, wo sind denn meine Kumpels? Und warum kriege ich gerade aufs Maul? Bin ich so ein Versager? Ja, komm, lass erstmal hier ein bisschen clearen. Ich weiß nicht mehr, wer hier alles am Ende. Genau, du liegst nämlich schon so da hier, Bro. Du auch. So, genau hier hinten lang. Wollte ich. Sehr schön. So. Soll ja keiner behaupten, er würde hier nicht von mir anständig geledert werden. Okay, ja, wir müssen jetzt hier runter wieder. Und zu gucken, dass ich diesmal nicht zu tief falle, wie beim letzten Mal.
Das heißt, ein bisschen mehr Vorsicht. Wow. Oh, nicht schlecht. Ich gehe einfach hier runter. Kein Problem. Wie hast du jetzt diese komische Treppe da... Bist du dahin gekommen? Brudi. Oh Gott. Also schön ist natürlich anders, ne? Möchte ich ja mal gemeint haben. Ich habe mich, wo wir dann nur am Ende hier rauskommen. Und hepp. Nein! Ach, komm schon, fick die Henne. Fast unten gewesen. Oh, alles nochmal. Na gut. Dann nochmal das Ganze. We're back. Yuga fällt in Löcher. Was? Ja, ich habe meinen Controller angeschlossen. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich halt ich den gerade zu tief. Ich habe den immer unterm Tisch manchmal, damit man so das Tastenklicken nicht hört. Ich habe halt dann doch... Ganz kurz mal. Egal, keine Rechtfertigung. Wir müssen... Oh, oh. Wir müssen gegen das rasieren. Boah, wie viele Abendrotschwerter ich hier bekomme. Ein Königreich für Abendrotschwerter. Alter Wärter, gib Abendrotschwerter. Okay, das war der mieseste Rhyme, den ich je gemacht habe. Ich habe schon echt miese Rhyme gemacht. Wow, hat er gerade Attack gesagt? Wow, Attack! I'm on my way to attacking. Und du machst den... Wow, das ist total der Nahkampf-Dude hier. Alter, der kriegt mich aber auch echt jedes Mal, kriegt er mich ein bisschen. Weil das so ein Nahkampf-Dude ist. So, bevor... Ja, ja, erstmal müssen wir uns aber den hier holen. Und danach holen wir uns den hier. Die nehmen die so richtig schön auseinander, die Gang hier. Hier Ulf und seine Bande, die nehmen wir richtig schön auseinander. Oh. Und bevor der Typ das da vorne merkt, ist er schon wieder alleine. Also die Stelle habe ich mittlerweile drauf, ne? Möchte ich mal meinen. Die Stelle habe ich mittlerweile richtig drauf. Kommen die da hinten immer auch noch mit. Wein! Alter, ich könnte weinen. Oh, könnt ihr mal anfangen mal Ichor-Konzentrat. Ist aber nicht, das stellt aber wirklich... Ja, stellt der Ichor wieder her. Nice. So, heilen wir uns mal. Ach, guck mal, man kann hier einfach herumlaufen. Wow. Yuga mal wieder der Dümmste der Dummen, der aller Dummen, Dümmen. Kabümmen, Dümmen, Dümmen. Dümpel, Dümpel. Alter. Wow, man kann hier einfach so lang. Krass. Don't rush. Place your feet carefully. The elevator
Okay, also wir müssen erstmal nach unten und da wahrscheinlich irgendeinen dicken Gegner platt machen, damit wir hier die Mistel benutzen können. So scheint mir das doch jetzt hier zu funktionieren. Okay. Und damit hätte ich ja dann auch die neue zweite Mistel hier, die ich ja eigentlich noch wollte. Na gut, dann machen wir das Ganze hier nochmal. Dieses Mal aber möglichst so, dass ich nicht sterbe. Wow. Sorry. I'm on my way. Ja, das Problem ist, jetzt bin ich ja schon so weit unten hier, dass ich, also wo da meine Items liegen, dass ich gerade echt Schiss habe hier vor jedem einzelnen Sprung. Das ist keine gute Grundvoraussetzung. Wer meine Dark Souls Let's Plays geguckt hat, der weiß, dass ich eigentlich, nie Dinge schaffe, wenn ich Angst habe. Also ich bin da totaler Emotionstyp. So, wenn Dinge easy peasy sind, dann kriege ich es hin. So. Die Frage ist, warum müssen wir jetzt eigentlich hier so runter? Verrät uns das dieses Spiel eigentlich überhaupt? So, unterste Plattform erreicht. Ah, guck mal, da vorne geht's rein. Okay. Ah, hier können wir jetzt nämlich den Fahrstuhl benutzen. Haha, tschüss, du Versager. Witzig, wenn er es unten in das Loch reinläuft und dann stirbt. Also so richtig witzig wäre das jetzt nicht. Aber es könnte passieren. Ich erinnere mich daran, wie mir andere Gegner schon in den Tod folgten. So, in anderen Spielen. So, jetzt müssen wir unten dann noch irgendeinen fetten Gegner kaputt machen und dann... Ah ja, guck mal, Luis teleportiert sich. Guck mal, er steht da oben, denkt sich, alter, fetter Arsch, schon wieder einfach los. Was für eine kleine Pissnäcke. Denkt er sich jetzt. Der Luis. So. Aber wir müssen doch diesen fetten Gegner jetzt hier finden und töten. Oh oh, es kommt lange nichts. Das heißt, gleich kommt was richtig Hartes. Ganz schönes Gewölbe. Oh oh, Bossnebel. Und dann komm her. Bin ich vorbereitet auf den Kampf? Eher nicht. Just cut straight through the mist. I'll take a bit more than that to keep us from getting lost. Let's take a break here. Oh, this? It's called onigiri. It's a kind of food that's easy to carry around. Not that there's any point in eating food for a revenant. Although we may thirst for blood, we never grow hungry. Still, I think that makes eating all the more meaningful for us. We fight. We drink blood. We revive. We fight some more. Our lives are pretty much one endless loop. But every time you go around, you almost forget that we were all human once. If I completely lost the memory of my human past, I wouldn't be me anymore. I would just be something in the shape of me. I'd look like a revenant, but on the inside I'd be no different than the lost.
What's the point of living like that? I served in the army. Back before I became a revenant. We always used to eat these things when we were out on missions. I guess it helps me remember. It was a miserable time. But I made some good friends that I shouldn't let myself forget. This stuff doesn't really taste that great. But eating it always reminds me of those friends. So, I guess you could say it helps me stay me. It's been an important companion in my life. Okay, all set. Come on, let's get going. There's a blood spring up ahead. Be careful not to lose your bearings, all right? If we get split up in this mist, we may never be able to find each other again. Okay, ich hätte jetzt safe gesagt, jetzt kommt ein Bosskampf. Aber anscheinend nicht. Aber wir haben die nächste Mistel entdeckt. So. Sehr schön. Und können jetzt dann damit auch hier mal dran ziehen. Also nicht mit der Mistel, aber weil wir wahrscheinlich jetzt dadurch irgendwas aktivieren, wo wir dann weiterkommen oder so. Oder... Mist makes it hard to tell how big this place is. Achso, wir können hier unten wahrscheinlich rein, oder? Ah. Oh, neuer Gegnertyp. Komme ich hier auch wieder hoch, irgendwie? Hm. Okay, ich glaube sagen, weil ich wollte mich eigentlich mal ganz gerne noch mein Zeug sichern, bevor wir jetzt hier weitergehen. Deswegen benutze ich mal... wie macht man das nochmal? Es gab hier nämlich ein Item, was man nutzen konnte dafür. Genau. So, sehr schön. Okay, dann würde ich mich sagen, machen wir hier weiter in der nächsten Runde. Und machen dann nämlich auch den Aufstieg und sichern nämlich damit unseren Dunst ab. Ihr lieben Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.